I really believe it's an insult to God. Ich glaube, es beleidigt Gott, wenn wir uns beklagen. Und ich glaube sogar, dass es gefährlich ist. Wenn wir jammern, öffnen wir dem Teufel eine Tür. Das Thema, über das ich heute sprechen werde, ist für euch nicht von Bedeutung. Aber vielleicht kennt ihr jemanden, der den Vortrag hören sollte. Macht euch entweder ein paar Notizen für diese Person oder kauft ihr die CD. Aber ihr braucht diesen Vortrag nicht, denn ich werde heute darüber sprechen, dass wir aufhören sollten zu jammern. Ich bin mir sicher, dass euch dieses Thema nicht betrifft. Nicht wahr? Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, einen Tag lang nicht über irgendetwas zu jammern, wäre das bereits ein großes Wunder. Es scheint, je mehr wir haben, umso mehr beklagen wir uns. Vor ein paar Wochen habe ich mich bei etwas ertappt, das ich meines Erachtens recht häufig tue. Ich ging zum Kühlschrank, öffnete die Tür, stand da und sah mir all die Lebensmittel an. Dann hörte ich mich sagen, ich bin es so leid, mir jeden Tag zu überlegen, was ich essen will. Sagt ihr das auch manchmal? Kennt ihr das? Seht, überall gehen die Hände hoch. Oder ich gehe zu meinem Kleiderschrank, der eine Art kleiner Raum ist. Und sage, ich bin es so leid, mir jeden Tag zu überlegen, was ich anziehen soll. Als Teenager war mein Kleiderschrank ungefähr so groß. Und ich hatte nur 7 Outfits. Damals war es nicht schwer, eine Wahl zu treffen. Es gab ein Montags-Outfit, ein Dienstags-Outfit, ein Mittwochs-Outfit. Was die Schuhe anging, musste ich auch nicht lange überlegen, weil ich nur 2 Paar hatte. Ich glaube, oft beklagen wir uns, weil uns die große Auswahl völlig verwirrt. Wir müssen uns zum Beispiel ständig überlegen, was wir essen wollen. Ist das nicht erbärmlich? Wir leben in einem Land, wo wir absolut alles essen können, was wir wollen, und so oft wir es wollen. Wir öffnen den Kühlschrank und jammern, weil wir uns nicht entscheiden können. Wir sind es leid, darüber nachzudenken. Ein Missionarsehepaar lebte mit seinen Kindern viele Jahre lang in Afrika. Einmal im Jahr oder einmal in 2 Jahren kamen sie auf einen Besuch nach Hause. In Afrika, wo sie lebten, gab es ein einziges Müsli, das Weetabix hieß. Die Frau liebte Müsli. Und wenn sie nach Hause kam, freute sie sich darauf, ihre Lieblingsmüslis zu kaufen. Sie war einige Jahre lang nicht zu Hause gewesen. Und in der Zwischenzeit hatte sich so manches verändert. Es gab unterdessen eine viel größere Auswahl als früher. Ihr Mann setzte sie am Supermarkt ab und sagte, er würde draußen auf sie warten. Sie ging hinein und kam nicht wieder. Als sie schließlich auftauchte, kam sie mit leeren Händen heraus. Er fragte, wo ist das Müsli? Sie sagte, die vielen verschiedenen Müsli-Sorten haben mich derart verwirrt, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Schließlich habe ich aufgegeben und gar keines gekauft. Wisst ihr, dass wir im Überfluss leben? Gott sagte einmal zu mir, Joyce, wenn du dich über etwas beklagst, dann mach dir nicht die Mühe, dafür zu beten. Gott antwortet nicht auf Beschwerden. Es mag in jedem Laden eine Reklamationsabteilung geben, aber im Himmel gibt es keinen solchen Ort, wo wir hingehen und uns beschweren können. Unsere Probleme werden gelöst, indem wir für Dinge beten und Gott vertrauen. Nicht, indem wir jammern. Tatsächlich glaube ich, wenn wir für etwas beten und uns im nächsten Moment wieder darüber beklagen, machen wir alles Gute, das wir vielleicht getan haben, zunichte. Wir werden heute bestimmt noch ein paar Mal herzlich lachen. Ich werde euch einige lustige Geschichten erzählen. Aber vorher möchte ich euch darauf hinweisen, dass diese Botschaft viel ernster ist, als ihr vielleicht denkt. Ich glaube, es beleidigt Gott, wenn wir uns beklagen.
Und ich glaube sogar, dass es gefährlich ist. Wenn wir jammern, öffnen wir dem Teufel eine Tür. Deshalb möchte ich euch ans Herz legen, dieses Thema ernst zu nehmen. Versucht doch mal, euch deutlich weniger zu beklagen. Und wenn ihr euch dabei ertappt, betrachtet es als Sünde und tut Buße. Wer von euch behandelt seine Kinder sehr gut? Okay, schön, ich auch. Wer von euch mag es nicht, wenn sie sich beklagen, zumal ihr wirklich alles für sie tut? Ihr denkt im Ernst? Beklagst du dich jetzt wirklich darüber? Stellt euch einmal vor, wie Gott sich fühlt, wenn wir jammern. Er hat so viel für uns getan. Er hat ein riesengroßes Opfer gebracht, indem er uns seinen einzigen Sohn gab. Und er sorgt auf wunderbare Weise für uns. Ich muss mich nicht anstrengen, mich zu beklagen. Aber ich muss mich anstrengen, es nicht zu tun. Jammern ist eine automatische Reaktion auf jede Art von Unannehmlichkeit oder Unbehagen in unserem Leben. Ich glaube, ich kann euch anhand der Bibel beweisen, dass Jammern Sünde ist und dem Teufel eine Tür öffnet. Deshalb habe ich eine gesunde Ehrfurcht vor dem Jammern. Das bedeutet nicht, dass ich es nie tue, aber ich halte sehr gerne Vorträge wie diesen hier, weil ich die Inhalte selbst immer wieder hören muss. Paulus sagte, es wird mir nicht lästig, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Ich glaube, in der Bibel steht nichts, dass wir nur ein einziges Mal und dann nie wieder hören müssen. Nicht jedes Wort muss neu sein, sondern es muss in unsere Lebenssituation hineinsprechen. Auch dies hier ist nichts, was ihr noch nie gehört habt. Höchstwahrscheinlich werdet ihr es irgendwann wieder hören. Doch wenn ihr mir ähnlich seid, braucht ihr es jedes Mal, wenn ihr es hört. Fangen wir an. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Sagt ihm, was ihr braucht, aber jammert nicht, sondern dankt ihm. 1. Thessalonicher 5, Verse 18 und 19. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das Wort unterdrücken bedeutet von der Arbeit abhalten. Bringen wir das mal auf den Punkt, damit es ganz klar wird. Wenn ich das, was ich hier lese, richtig verstehe, bedeutet es, wenn ich in meinem Leben in einer schwierigen Situation bin, brauche ich Gottes Hilfe. Vielleicht bete ich, vielleicht auch nicht. Nehmen wir einmal an, ich bete, aber ich jammere auch. Dann verhindert mein Gejammer, dass der Heilige Geist in meinem Leben und in meiner Situation wirkt. Die Israeliten brauchten 40 Jahre für eine Reise, die sie in 11 Tagen hätten zurücklegen können. Das erstaunt mich immer noch. Ich frage mich, wie viele Jahre wir durch die Wüste des Lebens wandern und versuchen, das verheißene Land zu finden, zu dem wir aufgebrochen sind. Wir verstehen oft nicht, was uns zurückhält. Manchmal sind das gar nicht die komplizierten Dinge, obwohl wir das vielleicht glauben, sondern viel einfachere Dinge. Ich habe einmal einen Vortrag mit dem Titel Wüstenmentalitäten gehalten. Das sollte ich vielleicht wieder tun. Ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, was die Israeliten so lange in der Wüste festhielt, obwohl die Reise nur 11 Tage hätte dauern müssen. Das waren einfache Dinge wie Ungeduld oder die Tatsache, dass sie Gott und Mose die Schuld für ihre Probleme gaben und viel Gejammer. Sie erlebten das Wunder, dass es Nahrung für sie vom Himmel regnete und sie sagten, wir hassen dieses elende Manna. Sie wollten es nicht mehr. So gelangten sie nicht an ihr Ziel. Ich weiß nicht mehr, wo das stand. Aber ich stieß einmal auf eine Definition für Klagen. Dort hieß es unter anderem, Klagen sorgt dafür, dass wir bleiben, wo wir sind.
Wenn ich mich also über etwas beklage, sorge ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich nichts ändert, bis ich lerne, dankbar zu sein. Wir müssen sehr aufpassen, was wir tun. Wer von euch weiß, dass wir schnell auf das schauen, was wir nicht haben? Das passiert so leicht. Das Problem ist jedoch, je mehr wir auf das schauen, was wir nicht haben, umso weniger sehen wir das, was wir haben. Wir alle haben so viel. Und wir haben außerdem viele Möglichkeiten. Tatsächlich hat jeder von uns, auch ich, zu viel. Wir haben so viel, dass es uns schon wieder frustriert. Und es kommt immer noch mehr dazu. Ich glaube, Gott möchte, dass wir Dinge genießen. Aber wir haben so viel, dass es in unserem Leben manchmal zu Stress und Frustration führt. Ich habe mittlerweile etwas, das ich meinen Geschenkkarton nenne. Er ist ziemlich groß. Und alle 3 oder 4 Wochen tue ich dort unterschiedliche Dinge hinein. Das sind Dinge, die noch völlig in Ordnung sind, aber die ich nicht benutze oder die ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Auf diese Weise können wir unsere Sachen zumindest reduzieren und das weggeben, was wir nicht benutzen. Denn es gibt sicher jemanden, der sie gebrauchen kann. Man fühlt sich innerlich entlastet, wenn man etwas einfacher lebt. Wir sollten dankbar sein, und zwar ganz bewusst. Ich danke Gott für heißes Wasser. Ich nehme sehr gerne ein heißes Bad oder eine heiße Dusche. Und ich danke Gott für heißes Wasser. Ich danke Gott, dass ich sauberes Wasser habe und nicht meilenweit dafür laufen muss. Ich sage oft zu Gott, danke, Vater, dass ich gehen, reden, sehen und hören kann. Wie viele Menschen können morgens nicht einfach aus dem Bett springen und loslegen? Denkt nur einmal daran, wie viele Menschen gelähmt sind und im Rollstuhl sitzen und wie lange so einfache Dinge wie ins Badezimmer zu gehen bei ihnen dauern. Und wir jammern über so vieles. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln. Philipper 2, Verse 14 und 15. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen. In der Amplified-Bibel heißt es hier, ohne zu murren, Dinge zu bemängeln und euch über Gott zu beschweren und alles in Frage zu stellen und anzuzweifeln. Alles. Was sollen wir tun, ohne uns zu beklagen? Was? Wann sollen wir Gott danken? Er sagt, wir sollen nicht jammern, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Gott sagt, eine Möglichkeit, wie ihr in der Welt ein Licht für mich sein könnt, besteht darin, dass ihr das Gegenteil von dem tut, was die Welt tut, und dankbar seid, statt euch zu beklagen. Wenn ihr mit euren Kollegen am Mittagstisch sitzt, beklagt euch nicht über die Arbeitsbedingungen, den Chef und so weiter. Passt euch nicht an, sondern ragt heraus. Vielleicht solltet ihr so etwas sagen wie, ich weiß, dass hier nicht alles perfekt ist, aber ich bin froh, dass ich einen Arbeitsplatz habe. Viele Menschen haben keinen Arbeitsplatz. Oder wenn ihr euch über euren Ehemann beklagen wollt, könnt ihr euch vor Augen halten, dass es irgendwo eine einsame Frau gibt, die ihn euch nur zu gerne abnehmen würde. Stimmt's? Denkt daran, dass manche Menschen niemanden haben, mit dem sie auch nur zusammen essen können. Wir haben so viel. Unannehmlichkeiten und Klagen. Ich habe einmal 8 Wochen lang alles aufgeschrieben, was mir passiert ist und über das ich mich vermutlich beklagt habe. Ich dachte, ich erzähle euch mal, dass mir in 8 Wochen 34 Dinge passiert sind. Seht, es passiert ständig irgendetwas. Ich weiß nicht, ob das Wort Spiel hier angemessen ist, aber ich denke, wir sollten es als eine Art Spiel ansehen, das wir mit dem Teufel spielen.
Und zwar, dass wir uns weigern, uns zu beklagen, ganz gleich, welche Knüppel er uns zwischen die Beine wirft. Probiert doch ab morgen einmal Folgendes aus. Wie lange schafft ihr es, wenn der Teufel euch ärgert, einfach zu sagen, danke Gott, dass ich so beschenkt bin? Danke Gott, dass ich so beschenkt bin. Wisst ihr, selbst wenn wir ein Problem haben, haben wir Gott in unserem Leben. Und er kann uns helfen, das Problem zu lösen. Stellt euch nun mal vor, wie das wäre, wenn ihr Jesus bei dem Problem, das ihr gerade habt, nicht an eurer Seite hättet. Amen. Wie gesagt, ich weiß, dass ihr das nicht braucht. Aber wer von euch kennt jemanden, der diese Botschaft hören sollte? Ich weiß nicht, ob die Vorträge hier nach der Veranstaltung verkauft werden. Wird das noch so gemacht? Okay, ihr könnt sie kaufen und sie dieser mürrischen Person schenken, die nie glücklich ist, ganz gleich, was passiert. Also, 34 Dinge. Als erstes verletzte ich mir im Fitnessstudio den Rücken. Aus meinem Luftbefeuchter lief Wasser auf die Tischplatte, sodass das Holz aufquoll. Ich verstauchte mir das Handgelenk. Ich vergaß ein Gepäckstück im Flugzeug. Das Pflegeheim rief zweimal wegen meiner Mutter an. Wir kümmerten uns jahrelang um meine Mutter, meinen Vater und meine Tante, die alle im Pflegeheim waren. Das bedeutete erstens, dass wir dafür bezahlten, was sehr teuer war. Und zweitens, dass wir nie wussten, wann der nächste Anruf kam. Ein Anruf vom Pflegeheim bedeutete nicht nur ein Anruf vom Pflegeheim. Vielmehr bedeutete es, dass wir etwas tun mussten. Entweder führte meine Mutter sich auf oder meine Tante führte sich auf oder sie mussten zum Arzt oder ins Krankenhaus. Das passiert nie zu einem Zeitpunkt, wo man zu Hause sitzt, nichts zu tun hat und darauf hofft, dass das Pflegeheim anruft, damit man weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll. Zwei Anrufe vom Pflegeheim. Mein Rücken tat immer noch weh. Während ich Dehnübungen machte, um meine Rückenschmerzen zu lindern, verletzte ich meinen Arm. Das Pflegeheim rief erneut wegen meiner Mutter an. Ich verschüttete roten Vitaminsaft auf eine weiße Couch. Dave schlug einen Golfball durch das Fenster eines Hauses auf dem Golfplatz. Ich sprach mitten in der Nacht mit einem Kissen und glaubte, es sei Dave. Ich stupste ihn an. Aber es war ein Kissen. Obwohl ich das nicht geplant hatte, musste ich Geld ausgeben, um eine Couch zu ersetzen, die ich eigentlich nicht ersetzen wollte. Mein kleiner Zeh verfing sich in meiner Unterwäsche und ich zerrte mir eine Sehne. Daraufhin schwoll mein kleiner Zeh an und verfärbte sich schwarz und blau. Ich musste meiner bis dahin unabhängigen 86-jährigen Tante sagen, dass sie nicht mehr Auto fahren durfte und ihr das Auto wegnehmen. Ihr habt noch nichts Lustiges getan, bis ihr einer älteren Person das Recht, Auto zu fahren, absprechen musstet. Ich musste meiner Mutter einen neuen Fernseher kaufen, damit sie Kopfhörer verwenden konnte, weil sie sich weigerte, das Hörgerät zu tragen, das ich hier unbedingt kaufen sollte. Ich ging in den Wellnessbereich des Waldorf Astoria, das ein sehr schönes Hotel ist, und verlor dort meine Hose. Ich meine, ich verlor meine Hose. Ihr fragt euch, wie das passieren konnte. Nun, wenn man in den Wellnessbereich geht, bekommt man ein Schließfach, in das man seine Kleider legt. Aus irgendeinem Grund packte ich meine Hose nicht hinein. Und irgendjemand nahm sie weg. Nach der Massage zog ich mich wieder an. Ich hatte mein Oberteil und meine Schuhe, aber keine Hose. Wie sollte ich denn jetzt das Waldorf Astoria verlassen? Ich war nicht unbedingt in der Stimmung zu sagen, danke Gott für alle meine Segnungen. Ich bin froh, dass ich zumindest ein Oberteil habe.
Ich dachte, was soll ich denn jetzt tun? Ich zog einen Bademantel an und ging zur Rezeption. Ich kam mir wirklich dumm vor und sagte, ich habe ein Problem, ich habe meine Hose verloren. Nun, es ist ja nicht so, dass niemand weiß, wer ich bin. Es war also nicht irgendjemand, der seine Hose verloren hatte. Joyce Meyer war hier und hat ihre Hose verloren. Sie sagten mir, ich solle in den Souvenirladen gehen, dort würde man mir eine Hose geben. Also musste ich im Bademantel quer durch die Lobby des Waldorf Astoria gehen. So ist das Leben. Das sind die Dinge, die uns Menschen passieren. Und sie passieren viel häufiger, als wir denken. Ich glaube, wenn wir aufhören würden, uns über diese Dinge zu beklagen, dann würden wir uns an vieles gar nicht mehr erinnern. Aber ich will meine Liste zu Ende bringen. Ich ging also in den Souvenirladen und sie sagten, Sie sind die Dame, die ihre Hose verloren hat, richtig? Ich sagte, ja, das bin ich. Sie gaben mir eine Hose. Sie passte nicht besonders gut, aber es war eine Hose. Dann fuhr ich nach Hause. Am Nachmittag riefen sie mich an. Wir haben ihre Hose gefunden. Ich fragte, wo war sie? Sie lag die ganze Zeit an der Rezeption, nur hatte jemand den Terminplaner darauf gelegt. Sie war die ganze Zeit da und ich musste dieses Chaos durchleben für nichts als Peinlichkeit. Wer von euch hat schon einmal in einem Wellnessbereich seine Hose verloren? Meine Mutter verlegte ihre neue $350 teure Brille. Wir glauben, dass sie sie in den Mülleimer geworfen hat. Wir hatten 24 Stunden kein Wasser. Wir mussten meine Tante aufgrund einer Gürtelrose am Auge mehrmals zum Spezialisten fahren. Im Büro gab es Probleme mit einem Angestellten. Dave konnte wegen einer Rückenoperation nicht mit mir nach Indonesien fliegen. Ich flog in 7 Tagen 47 Stunden. Die Stadt, die wir besuchten, wurde überflutet und ich konnte nicht tun, was ich geplant hatte. Habt ihr Spaß? Meine Tante kam mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. 3 Stunden nach meiner Rückkehr aus Indonesien bekam ich einen Anruf, dass ich sie dort abholen sollte. Unsere Internetseite funktionierte 2 Tage lang nicht und im Büro war das Telefon tot. Ich schlug mir meinen Zeh am Fuß des Sofas an. Ich musste meiner Tante sagen, dass sie ins Pflegeheim ziehen musste. Ich hatte einen Magen-Darm-Virus. In dem Hotel, in dem ich während einer Veranstaltung wohnte, wurde den ganzen Tag über der Feueralarm getestet. Zu guter Letzt trank ich meinen Proteinshake und merkte erst danach, dass Dave den Shaker am Abend zuvor mit Spülmittel und Wasser gefüllt und ihn so stehen gelassen hatte, um ihn einzuweichen. Ich sah das nicht. Ich schüttete nur das Wasser aus, aber es war noch Seife drin. Man könnte also sagen, I'm forever blowing bubbles. Ich sage euch das, weil auch in eurem Leben Dinge passieren. Doch stellt euch nur mal vor, wir würden sie einfach durchstehen. Was meint ihr, wie sehr es den Teufel in Rage versetzen würde, wenn wir durchs Leben gehen und begreifen würden, dass er nichts unversucht lässt, damit wir uns aufregen? Stimmt's? Der Teufel setzt alles daran, dass wir uns aufregen. Er will, dass wir aus der Haut fahren, murren und meckern. Er will, dass wir uns so verhalten wie alle anderen in der Gesellschaft, damit die Menschen zwischen uns und ihnen keinen Unterschied erkennen können. Wir sollten uns nicht anpassen, wir sollten herausragen. Und das bedeutet nicht, dass wir jedem predigen müssen, den wir treffen. Ich glaube sogar, dass das manchmal mehr schadet als nützt. Wir sollten so leben, wie Gott es von uns möchte. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus sich beklagt hat? Ich habe es so satt, jeden Tag immer denselben Fisch zu essen. Ich bin es leid, ohne Decke und Kissen da draußen zu schlafen. Er sagte, hey, wenn ihr mir nachfolgen wollt, ich habe keinen Ort, wo ich mich hinlegen kann. Er sagte nicht, dass es einfach sein würde, ihm nachzufolgen. Er sagte, es würde herausfordernd werden. Wenn wir jammern, kann das unsere Gebete zunichte machen. Wir sollten uns auf die guten Dinge konzentrieren, die Gott in unser Leben gebracht hat, und dankbar dafür sein. Haben Sie Fragen zur Sendung? Schreiben Sie uns. Unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie da.
Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zu einem mobilen Krankenhaus wie diesem hier komme. Es ist oft einfach nur ein Feld, auf dem es nichts gibt. Und dann entsteht dort ein gut strukturierter Ort für medizinische Hilfe. Zum Teil sind es die gleichen Krankheiten wie zu Hause, aber manchmal sind es auch seltene Krankheiten, die wir in Europa nicht haben. Die Patienten sind sehr bescheiden und dankbar. Sie hoffen einfach, dass wir ihnen helfen. Ein Mann konnte nicht so gut sehen, also versuchten wir es mit einer Brille. Ich fand den Moment so schön, als er die Brille aufsetzte. Er hat sich so gefreut und sagte, ich kann lesen. Hier in der Ambulanz begegnen wir so vielen Menschen, die endlich die Hilfe bekommen, die sie schon lange brauchen. Und wir sind dankbar, dass sie alle das möglich machen. Sie sind ein Teil von dem, was wir hier tun. Ihre Spende hilft Menschen mehr, als sie sich vorstellen können.